Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategieinfo. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es weiter in unserer kleinen Serie über Point und Figure. Und heute wollen wir uns mit den unterschiedlichen Boxgrößen beschäftigen. Das heißt, wann zeichnen wir denn überhaupt ein neues O oder X in unseren Point und Figure Chart ein? Ganz zu Beginn noch eine kleine Anmerkung. Der eine oder andere hat gefragt, warum machst du denn das jetzt überhaupt? Ne? Also warum wollen wir jetzt uns demnächst nur noch Charts in Point und Figure anschauen? Und nein, das muss man nicht zwingen. Ich werde euch noch eine Webseite zeigen, wo man ganz automatisiert sich die Charts anzeigen lassen kann. Also das ist ja auch kein Geheimnis, es gibt mehrere Webseitenanbieter kostenfrei, wo man sich Charts sowohl von Aktien, von Futures als auch von Indizes in Point und Figure anzeigen lassen kann. Und mir geht es einfach nur darum, dass ich euch am Anfang so die Basics ein wenig erkläre, damit ihr versteht, wie kommt denn so ein Chart überhaupt zustande, weil wir wollen eigentlich nicht die Preischarts am Ende aus dieser P&F-Methode nutzen, sondern wir wollen am Ende die Sentiment-Indikatoren nutzen. Das heißt, oder sagen wir die Marktbreite-Indikatoren. Und damit wir die aber auch nutzen können, damit wir die verstehen, ist es eben wichtig, so ein bisschen in die Basics zuerst einzutreten. Weil ich habe ganz häufig festgestellt, dass sehr viele Händler benutzen Dinge, zum Beispiel in ihrer Morgenanalyse, verstehen aber eigentlich gar nicht so richtig, was dahinter ist. Das heißt, Beispiel, jemand sagt, ich gucke mir schon seit einem halben Jahr die Advanced Decline Line an. Und wenn du dann fragst, was sagt denn diese Advanced Decline Line überhaupt aus? Ja, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Und du kannst natürlich nicht Dinge interpretieren, wenn du gar nicht weißt, was dahinter steckt. Und das ist der Grund, warum wir hier, bevor wir zu diesen Marktbreite Indikatoren mit Point und Figure kommen, die extrem hilfreich sein werden. Das werdet ihr sehen, dass wir hier am Anfang eben ein bisschen in die Theorie, in die Basics einfach einsteigen. So, jetzt kommen wir mal zur Boxgröße. Wir haben den ersten beiden Videos schon kurz erklärt, dass man mit steigenden Kursen eben X Säulen zeichnet, dass man mit fallenden Kursen O-Säulen zeichnet, wann gibt es ein Kaufsignal, wann gibt es ein Verkaufssignal. Und dann hat der ein oder andere gefragt, richtigerweise, naja, wie ist denn das aber, wenn ich beispielsweise eine Aktie habe wie Apple, die jetzt mittlerweile knapp $200 kostet und dann nehme ich mal eine Twitter her, die kostet nur $40 oder knapp $40, hat sich jetzt übrigens fast verdoppelt, ne? Und da kann ich doch nicht jedes Mal, wenn die Aktie sich um einen Dollar bewegt, ein X oder ein O zeichnen. Und da hat er natürlich vollkommen recht, weil ein Dollar bei einer 200-Dollar Aktie ist natürlich eine ganz andere Bewegung prozentual als bei einer 40-Dollar Aktie. Und das ist keine neue Erkenntnis, das gab es früher schon. Und deswegen haben die Erfinder dieser Point- und Figure-Systematik sich schon vor langer Zeit darüber Gedanken gemacht und haben verschiedene Methoden erstellt, wie man das mit den unterschiedlichen Boxen am besten darstellen könnte. Eine Methode, die sehr, sehr weit verbreitet ist, das ist die sogenannte Price Range, nämlich indem man sagt, man nimmt sich einfach einen Wert her und immer wenn der Wert sich innerhalb einer bestimmten Range bewegt, dann ist die Boxgröße, hat die eine feste Größe. Mal ein kleines Beispiel, wir haben gerade gesagt, die Twitter-Aktie, die ist ungefähr so bei 40 etwa, das heißt, die wäre hier in der Price Range zwischen 20 und 100. Das würde bedeuten, jede Box, also jedes O oder jedes X, muss also mindestens $1 sein. Ne? Sonst, wenn sie sich weniger als einen Dollar bewegt, wird man das nicht einzeichnen. Und wenn man eben dann hernimmt, wie zum Beispiel jetzt eine Aktie wie Apple, die bei knapp $200 ist, zwischen 100 und $200, dann würde eben man $2 nehmen. Und das gibt es dann nach oben noch ein bisschen weiter, also 200 bis 500 sind dann 4 Punkte. Unten gibt es das auch, zwischen 1 und 5 sind eben dann 0,25. Ne? Und so könnt ihr euch das also vorstellen. Und um das mal konkret zu machen, würde das also heißen, geht mal hier ein bisschen weiter, wenn wir also jetzt sagen, okay, wir haben beispielsweise jetzt die Twitter-Aktie und die ist gerade hier in einer Aufwärtsbewegung, dann ist die zwischen momentan in unserer Range zwischen 20 und 100. Das bedeutet, unsere Boxgröße ist $1. Das heißt, sie muss, wenn wir ein weiteres X einzeichnen wollen, mindestens um $1 steigen, damit wir das machen können. Steigt sie nur 90 Cent,
schreiben wir nichts ein. Wie ist zum Beispiel, wenn es jetzt 3 Dollar steigt? Naja, dann 3. Und jetzt wird der eine oder andere eben sagen, naja, aber es ist doch schon auch wieder ein Unterschied, ob man jetzt eine Aktie hat, die beispielsweise 21 Dollar kostet oder 20 und eine, die fast 100 Dollar kostet. Na, auch da ist doch die Bewegung von einem Dollar sehr unterschiedlich. Können wir ganz schnell überschlagen. Eine Bewegung von einem Dollar bei einer 20 Dollar Aktie, das sind 5%. Bei einer 100 Dollar Aktie ist es nur 1%. Ja, das stimmt. Da das aber früher, also ihr müsst euch vorstellen, als man diese Methode entwickelt hat, da gab es ja noch keine Computer. Ne? Das heißt, was ist nämlich naheliegend? Man macht es prozentual. Man sagt, okay, zum Beispiel jedes Prozent, immer wenn es um ein Prozent nach oben oder nach unten geht, wird ein neues X oder O eingezeichnet. Aber damals, als die Jungs das noch per Hand gemacht haben, das ist, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz alte Chart-Methode. Da wäre das zu aufwendig gewesen. Deswegen hat man diese festen Boxgrößen genommen. Und heutzutage kann man das mit Computerprogrammen natürlich zum Beispiel prozentual machen. Also neben dieser jetzt hier gerade vorgestellten Methode mit den Boxgrößen gibt es auch prozentuale Veränderungen. Ne? In der Praxis macht es aber letztendlich wirklich keinen so extrem großen Unterschied aus. Ne? Weil nochmal, es geht hier nicht darum, dass man hier irgendetwas sieht, was man in anderen Charts nicht sieht, sondern man bekommt mit Point- und Figure-Charts nicht interpretierbare Charts. Das heißt, du hast ganz klare Signale. Du hast ein Kaufsignal oder du hast ein Verkaufsignal. Du hast eine Aufwärtstrendlinie oder eine Abwärtstrendlinie. Dazu kommen wir auch noch später. Das heißt, es ist relativ simpel. Du musst gerade als Einsteiger nichts interpretieren. Du musst nicht sagen, ist das jetzt ein Kaufsignal oder ist es keins? Du siehst es ganz, ganz klar im Chartbild. Ne? Nochmal kurze Wiederholung. Also hier, du hast, mach mal ein bisschen größer. Du hattest hier so eine Folge ansteigender X, dann kommt hier irgendwie, ist es mal wieder ein bisschen nach unten gegangen, so, und jetzt ist es wieder nach oben gegangen und dann hier, zack, neues X, Kaufsignal. Und das ist nicht interpretierbar, da gibt es keine Diskussion, ist es jetzt ein Kaufsignal oder ist es keins. Wenn eine X-Spalte über der anderen schließt, ist es ein Kaufsignal. Fertig. So, und das macht es relativ einfach. Ne? Und wenn ihr eben auf diese Webseiten geht, kein Geheimnis, Barcharts, Stockcharts beispielsweise, da kann man sich das anschauen, da arbeitet man auch mit dieser Box-Size-Methode. Das war's für heute. Kleiner weiterer Schritt bei Point und Figure. Wenn ihr Fragen auch dazu habt, auch schon vielleicht für diejenigen, die ein bisschen länger an dem Thema schon sind, ne, und ein bisschen mehr wissen wollen, schreibt mir das hier unten in die Kommentare, gebt mir Rückmeldungen und dann kann ich das in die zukünftigen Videos mit einbauen. Das war's für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Viel Erfolg bei eurem Handeln. Wir sehen uns wieder. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.